Und dann Abfahrt. Gastgeber Rödinghausen in den weißen Trikots, die Gäste aus Bocholt in den schwarzen Trikots. Jan Holdak, Kapitän der Mannschaft. Und das war die erste Gelegenheit. Mathis Horstmann muss das erste Mal eingreifen, der 24-Jährige. 19. Minute. Und die Gastgeber sind auch vorm Tor. Nach 19 Minuten. Und da können sie sich frei im 16er der Rödinghausener kombinieren. Aber alles kein Thema für Mathis Horstmann, dem 1,90 großen Torwart des SV Rödinghausen. Auf dem Weg zum Rödinghausener Tor. Das sieht gut aus. Da ist er frei. Einmal quergelegt und rechts am Pfosten vorbei. Raphael Assibai Mensa. Erste Gelegenheit in der zweiten Hälfte. Assibai Mensa gegen Schalke. Überragend gespielt. Hier relativ knapp an seinem vierten Saisontor vorbei. Der 24-Jährige. Tia. Benjamins. Im Doppelpass. Das hat er wunderbar gelöst. Benjamins! Der erste Torschuss. Marvin Benjamins. 74. Minute. Auch Rödinghausen ist offensiv angekommen in dieser zweiten Hälfte. Ja, der kommt nicht an bei Fesenmeier. Marvin Lorch ist das. Wieder Lorch. Ja, warum nicht? Enttäuscht nicht. Ecke Rödinghausen. Das sieht vielversprechend aus. Tor! Schiedsrichter sagt Abseits. Alle wieder ruhig durchatmen. Aber der ist nicht gut geschossen. Die Bocholter können nichts aus ihrem Freistoß machen. So, Rödinghausen vor dem Tor der Bocholter und der geht rein! Das ist der Last-Minute-Treffer für den SV Rödinghausen! Und das nennt man Effizienz, es ist die zweite Gelegenheit! Wenn man den Abseitstreffer mal außen vor lässt, ist es die zweite Gelegenheit für die Rödinghausener und sie sind eiskalt effizient. Der Lucky Punch. Und dass Bocholt jetzt nochmal treffen wird. Ja, hoppala. Jetzt haben wir aber richtig Reiseflughöhe erreicht. Die nächste Gelegenheit. Und der nächste Treffer. Der Doppelschlag. Ist das unglaublich. In der letzten Minute. Also, ich sage jetzt mal in der wirklich letzten Minute. Ich habe vorhin schon in der 93. gesagt, es wäre die letzte Minute. Also, was für eine verrückte Schlussphase. Mit absoluter Schallgeschwindigkeit wurden wir hier über die Reiseflughöhe hinaus katapultiert in diesem Spiel. Also das hat jetzt hier auch angesichts des Spielverlaufs keiner erwartet.